Wir sind heute zu Besuch in der Stadt St. Gallen, die das Label Energiestadt Gold trägt. Wir sind zu Besuch beim zuständigen Stadtrat Peter Jans. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, worüber sind Sie persönlich stolz, was Sie erreicht haben als Vertreter der Stadt St. Gallen? Ja, stolz. Ich bin sehr erfreut, dass unsere Stadt zum wiederholten Mal das Energiestadt-Label Gold überkommt. Und ich denke, das zeigt, dass in dieser Stadt seit einer längeren Zeit fast schon eine Tradition besteht, im Energiebereich vorne mitzumachen. Wir haben ein gutes Energiekonzept seit 10 Jahren und wir arbeiten Schritt für Schritt daran, an der Umsetzung von dem Konzept. Ganz aktuell ist im Wärmebereich der Ausbau von der Fernwärme, wo wir möchten die Energiemenge von unserem Kirchheizkraftwerk deutlich vergrößern, wo wir ins Wärmenetz einspeisen können. Wir haben aber auch Projekte im Bereich Photovoltaik, wo wir die Stromproduktion von Hausdächern in der Stadt St. Gallen vergrößern möchten. Wir haben hier einen Rahmenkredit bekommen vom Parlament. Das Parlament hat uns sogar mehr Geld gegeben, als wir beantragt haben. Und zeigt uns damit, macht vorwärts. Das ist ganz ein schöner Auftrag. Und im Bereich Mobilität sind wir fest dran, der Elektromobilität den roten Teppich auszuholen. Gibt es ein Feedback aus der Bevölkerung? Feedback von der Bevölkerung kommen wir natürlich auf verschiedene Arten über. Eine ist sicher, wenn wir Abstimmungen haben über energiepolitische Themen. Da haben wir immer seit Jahren ganz gute Mehrheiten bekommen. Beispielsweise bei der Geothermie-Fernwärme-Abstimmung vor ein paar Jahren. Und kürzlich jetzt wieder bei der Abstimmung über die Energiestrategie vom Bund, wo die Stadt St. Gallerinnen und St. Galler fast mit 2/3 Ja gestimmt haben, was deutlich mehr ist als der Kantonsdurchschnitt, der etwa bei der Hälfte gelegen ist. Wenn man momentan durch die Stadt St. Gallen läuft, sieht man vielerorts rote Punkte, die zur Kampagne Watt bin ich gehören. Können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, mit dieser Kampagne möchten wir 10 Jahre Energiekonzept feiern einerseits, aber andererseits auch vor allem der Bevölkerung zeigen, was mit ihrer Mithilfe alles hat können entstehen in diesen Jahren. Und da tun wir diverse Projekte anhand von so Zahlen vorstellen. Wenn man dann die Zahl auf der entsprechenden Webseite aufruft, findet man das Projekt dazu und kommt Hintergrundinformationen über. Das ist auch verbunden mit einem Wettbewerb, der heisst jetzt hier halt Wattbewerb. Und die Kampagne ist eigentlich sehr gut angekommen. Wir haben schon fast 20'000 Klicks auf die Homepage wattbinich.ch. Ich denke, da gehört auch dazu Information über die diversen Massnahmen im Energiebereich, aber auch aufzeigen, was man schon erreicht hat und damit auch motivieren, um noch die weiteren Schritte zu machen, die noch anstehen. Ein weiterer Hingucker, wenn man durch die Stadt St. Gallen läuft, sind die Hochbeete. Was steckt da dahinter? Was soll das bewirken? Die Hochbeete sind ein Teil der Kampagne Clever genießen. Wir möchten damit zeigen Verschiedenes, aber unter anderem auch, dass auch Ernährung und Essen mit Energie zu tun hat. Je nachdem, wie Nahrungsmittel produziert sind oder woher sie kommen. Also hat Nahrung auch ganz einen respektablen Einfluss auf unseren Energiekonsum. Und das ist so ein bisschen, ja, wie Sie sagen, ein Hingucker. Das sind Leute aus dem Quartier, die Kübel bepflanzen und betreuen. Und es sieht wirklich sehr schön aus, es wächst auch. Und ich denke, die Leute sehen das sehr gern. Die Stadt St. Gallen hat neben der großen PV-Anlage, zum Beispiel auf dem Kibunpark, weitere Projekte zum Teil realisiert bereits, zum Teil noch im Ausbau. Thema erneuerbarer Strom. Beim erneuerbaren Strom probieren wir einerseits mit der Photovoltaik weiterzumachen auf geeigneten Dächern. Es hat noch genug, der Solarkataster weist das aus. Auf der anderen Seite sind wir gerade jetzt am Bau von einem Kleinwasserkraftwerk an der Sitteren, wo Strom wird produzieren für über 400 Haushaltungen. Und so geht es Schritt für Schritt fürschi. Mittel haben wir aus unseren Stromprodukten. Wir vertreiben ja neben dem Basisstrom auch Öko- und Öko-Plus-Strom. Das ist ein Strommix, der bessere Strom
Arten enthalten tut, die wir dann entsprechend auch so beschaffen. Und die Kunden zahlen einen Aufpreis für das. Und mit dem Geld können wir dann auch solche Anlagen finanzieren. Sie haben bereits erwähnt, dass die Fernwärme weiter ausgebaut werden soll. Fernwärme wird vom Kehricht-Heizkraftwerk produziert. Auf den Kehrichtsäcken in der Stadt St. Gallen steht eine Zahl. Was bedeutet die? Ja, wir haben eine Spezialedition von unseren Kehrichtsäcken mit der Zahl 473. Das ist auch im Rahmen von dieser Kampagne «Watt bin ich?». Die Zahl, wenn wir nachschauen auf der Homepage, dann finden wir heraus, dass das die Anzahl von Tanklastwagen sind, die man jedes Jahr einsparen kann. Mit der Wärme, die jetzt gerade vom Kehricht-Heizkraftwerk via Fernwärme in die einzelnen Häuser transportiert wird. Man kann es auch umrechnen, in Liter sind 7 Millionen Liter etwa. Und mit dem Ausbau, den wir noch dürfen machen, wenn das Volk auch dem Kredit noch zustimmen tut in der Volksabstimmung, wenn ich keine Zweifel habe, dann wird die jährliche Heizölmenge, die man einsparen kann, auf über 15 Millionen Liter pro Jahr ansteigen. Und das wird uns gegenüber dem Stand 2012 im Wärmebereich eine CO2-Reduktion um 10% bringen. Die Stadt St. Gallen ist auch Vorreiter im Bereich Elektromobilität. Was machen Sie da? Wir machen einiges. Wir haben Förderbeiträge für Gewerbfahrzeuge oder für Private, die bis 5'000 Franken sein können für ein Elektrofahrzeug. Wir haben auch ein sehr ehrgeiziges Ziel. Wir möchten 1'000 Elektrofahrzeuge in der Stadt haben bis Ende 2020. Wir bauen aber auch Ladestationen aufbauen in der Stadt und in der Region, weil das ist ein Hemmnis im heutigen Moment, wo die Leute davon abhalten, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Und wir bauen auch die Stadt eigene Flotte zunehmend ausstatten mit Elektrofahrzeugen. Wir möchten auch entsprechend vom Standort her eine Verbindlichkeit einbringen, dass immer Elektrofahrzeuge eigentlich Priorität haben bei Fahrzeugbeschaffungen.